Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Wir werden hier auf die dunkle Seite der Macht gehen. Und das bedeutet, wir werden die böseste Seite von uns rauslassen und wir werden Voldemort stolz machen. Das möchte ich hier in diesem Let's Play umsetzen und ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Schauen. Wir fangen jetzt an. Ich bin gespannt, was so passiert in der ersten Episode. Let's go. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernünftigen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Fig ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. So, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Und ich finde es halt auch immer richtig spannend, wenn man sich so den Charakter erstellen kann und ja, halt so ausprobieren kann, so wie man denn so aussehen möchte. Ich möchte auf jeden Fall einen richtigen Bad. Beep. Ich möchte auf jeden Fall einen richtigen Bad Look haben. Und mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Ich bin gespannt. Sie sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Wir müssen mal schauen. Ich finde das, glaube ich, ganz gut. Auf jeden Fall brauchen wir entweder sehr helle Haare oder halt was Besonderes. Ey, ist einfach so verrückt, was es für geile Haarfarben gibt in dem Game. Aber ich glaube, so ein Blond ist eigentlich schon nicht schlecht. Aber wir brauchen so eine richtig nice, sleeke Frisur. Oh, das gefällt mir irgendwie. Ui. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir brauchen irgendwas. Ich glaube, das war schon gut. Aber eigentlich müssten die Strähnen fest sein. Alles fest im Griff und so. Schauen wir mal. Also ich bin hier am Überlegen, ob ich so... Ah, ich finde, so ist, glaube ich, gut. Das gefällt mir. Hier können wir auch noch mal ein bisschen gucken. Das passt ja eher nicht. Sieht so ein bisschen verbrannt aus irgendwie. Aber das finde ich gut. Ich wünschte teilweise, dass man vielleicht noch so ein bisschen mehr einstellen könnte. Was ja leider nicht der Fall ist. Also irgendwie so die Mundform oder so. Das wäre natürlich sehr nice, wenn wir das einstellen könnten. Ich möchte irgendwie schon so Natural Beauty Style mäßig was haben. Augenfarbe. Können wir eigentlich auch was Besonderes nehmen? Das finde ich gut. Oder wir nehmen was ganz Verrücktes. Lila oder Rot. Oder halt einfach Blau. Aber das Schwarz sieht auch richtig gut aus. Nee, ich glaube, so gefällt es mir. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, auf schwer zu spielen. Ich hoffe, dass ich es nicht so umschalten muss. Aber das werden wir machen. Und die Gute wird heißen Ella Black. Genau, Hexe und let's go. Ich bin so gespannt, was ihr auch dazu sagen werdet. Und vielleicht habt ihr auch immer wieder Ideen, was wir ändern können und so weiter, was wir so spielen können. Ich bin sehr gespannt. Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja,
So schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Wir werden einfach es rocken, Leute. Wir werden es rocken. Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Sehr schön. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Oh, den Steinhaufen? Oh. Was hat er wohl gesehen? Wir wurden auf jeden Fall beobachtet. Oh. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Der sieht schon irgendwie voll süß aus. Ein Neuzugang. Und der goldige Dude so. Neu? Ja, Sir. So ich immer korrekt und immer gut gekleidet. Die Brille auch. Außergewöhnlich. In der Tat, dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen Fünfklässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Ich frage mich, Mr. was Osric neigt zu davor war. Wahrscheinlich ein warum Grund, waren wir nicht warum in Hogwarts? Das Mysterium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Der arme Mann. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Oh. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Wie, was leuchtet da? Ich sehe auch nichts. Ich auch nicht. Okay, jetzt sehe ich's. Oh mein Gott. Bei Merlins Bart. Wie haben sie... Halt! Wir wissen nicht was. Festhalten! Ungelogen, ich habe mich jetzt schon das dritte Mal erschreckt.
Oh mein Gott, diese Szene macht mich einfach... Oh, ich weiß nicht. Das ist einfach crazy. Aber der ist dann süß. Ein Eichhörnchen. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Sehr gut. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ich finde das so verrückt. Ein Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Man spielt das Spiel, fängt gerade erst an und dann stirbt schon jemand. Ich finde das so krass. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Das schaffen wir schon. Wow. Das sieht einfach so schön aus. Jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mir nur so, wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Yes, Sir. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Das ist einfach... Also, ich meine, es ist ja jetzt schon das, im Prinzip das dritte Mal, dass ich sehe und... Ich denke mir jedes Mal so krass, wie cool. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und... ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Das sieht so cool aus. Da ist ein Pfad. Hier lang. Let's go! Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Das stimmt, ja. Ob gut oder böse. Ist das nice? Das wird so gut einfach, wenn wir jetzt hier böse sein können. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet. Richtig nice. Ah. Ui. Wow. Da haben wir eben sogar nach hinten geguckt. Ach krass, also so kann ich es auch aktivieren. Das war etwas häufiger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Das ist einfach so cool. Mit dem Zauberstab und so. Oh. Oh mein Gott. Ah, da oben. Ja gut, sag ich nur. Ich bin da eben einfach hochgejumpt. Ja, kannst auch mal kommen, ne?
Ich bin noch hier fit unterwegs und kann einfach irgendwo hochklettern. Das ist kein Problem. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Mega nice. Stellt euch einfach vor, ihr könntet sowas machen. Einfach sowas Riesiges reparieren. Fast geschafft! Ohne irgendwie hier so Sachen anschleppen zu müssen. Das ist schon echt cool. Einfach das Licht, das ist auch so schön. Richtig krass. I love it. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Nachtschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Dann gehen wir mal davor. Oh. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Vielleicht müssen wir uns da noch mal ein bisschen mehr umschauen. Aber das sieht einfach auch schon so cool aus. Ich bin so gespannt. Und wir werden sicherlich die Story einfach von dem Ganzen hier so... Die wird bestimmt so geil sein. Ich freue mich einfach so darauf, das alles herauszufinden. Wer... Professor, die Statue! Wer dieser Herr war. Sein Zuhause. Richtig cool. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nun blockieren? Was ist das? Professor Fig! Ey, diese Geräusche einfach, diese Stimmen. Ich glaube, ich hätte da echt Panik, wenn ich das so hören würde. Wie seltsam. Also, krass. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Wie krass ist es bitte, dass wir die ganze Zeit Sachen sehen, die er nicht sieht und er denkt sich nur so, what the heck, was ist los? Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Dann gehen wir mal zu dem Kobold. Hello? Excuse me. Oh. Hi. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Ja, da wollen wir hin. Schlüssel? Auf jeden Fall. Haben wir auch dabei. Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Wie cool einfach. Einfach mit nach ihnen. Pfeifen. So, ja, komm her.
Ob das ein Eigenleben hat? Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Let's go. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Das sieht so krass aus. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Wir haben echt einen privaten Eingang hier gehabt. Krass. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde so cool kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Richtig schön. Aber wir hatten einfach einen privaten Eingang. Wie cool ist das denn? Verlies Nummer... Verlies 12. Er hat so ein Armband um den Arm. Und er hat rote Augen. Weiterfahren. Was das wohl heißt? Auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Also die kennen sich anscheinend. Stell euch mal vor, wie groß das sein muss. Das ist so cool. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Ui. Jetzt kommt der coole Part. Oh, oder auch nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dankeschön. Kobolde sind schon goldig. Kann ich mit ihm nochmal reden? Kann ich erstmal nochmal gucken, ob hier irgendwo was ist noch? Oh, wartet, was war da? Oh, eine Truhe. Nice. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Revelio. Ich weiß noch nicht, warum es nicht Revelio heißt. Es heißt Revelio, aber gut. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ja. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter.
Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Das ist schon cool. Gehen so. Sie vor. Wir sind auf einmal wo ganz anders. Dann haben wir irgendwie einen Schlüssel und dann sind wir auf einmal in Gringotts und dann... What? Sind wir in diesem Lumos. Verlies? Oder in dem Keller? Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Das ist schon cool. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Ich bin so gespannt, ob wir das mir jetzt hinbekommen nach. In Schwer. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Also bis jetzt waren wir auch noch recht nett, würde ich sagen. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Aber bis jetzt hatten wir noch nicht so wirklich die Entscheidung, ob wir einen Fluch aussprechen. Ich bin schon gespannt bei der Häuserwahl, weil wir werden sicherlich Slytherin wählen. Als ich zum Leuchten gegangen wir sind ja bin, böse. Schien es, und wir sind ein Black. Also die Blacks. Geht es Ihnen gut? Also. Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt. Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos. Nice. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen. Ich bin so gespannt. Achtung! Protego. Protego. Accio. Ich möchte auch Accio machen. Lepioso. Lepulso. Lepulso. Ui. Der war ein bisschen zu schnell. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott. Ich glaube, schwer ist mir doch etwas zu schwer. Okay, alles gut. Easy, easy. Und jetzt ist auf. Oh Mann. Nice. Hä? Ich hab nur zweimal? What? Okay, jetzt hat's doch gezählt, oder? Oh. Oh nein. Wir reden nicht darüber, wie viel Anläufe ich jetzt dafür brauche, aber ich werde es nochmal probieren. Das ist so schwer auf schwer. Oh mein Gott. Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt gar keine Erfahrung mit so Games. Vor allem nicht mit dem Controller. Ich denke mal, am PC so wäre das einfacher. Aber egal, wir können das schaffen. Ich bin mir sehr sicher. Stupa.
kann es sein, dass sie mich so, in die Ecke drängen und ich es einfach nicht schaffe? Hä? Wie? Ich drücke das doch. Oh yes. Haben wir es geschafft? Haben wir es bitte geschafft? Hey, wir sind fast tot, aber ich glaube... Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie um Himmels Willen kann das sein? Wieso spiele ich das auf schwer? Lumos. Ich bin noch am Leben und ich heile mich gerade selbst. Das ist wunderbar. Oh mein Gott. Ja, sprint ich nicht? Ich drück doch schon. Ja, wir sprinten. Oh. Um Himmels Willen. Hat, ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, aber Entschuldigung. Hat ganz schön gedauert. Aber we've made it. Ich finde es so krass, ey, dass ich das echt... Ich glaube, ich habe 5 Anläufe gebraucht für das erste. Oh mein Gott. Ja, ich freue mich schon auf die anderen Dinge, die kommen werden. Oh. Lumos. Wo sind wir? Sind wir wieder hier in der Bank? Soll ich nochmal zurückgehen? Revelio. Auf jeden Fall ist hier eine Truhe. Wo müssen wir hin? Ah, stimmt. Da war noch eine Truhe. Die hätten wir einsammeln sollen. Scheiße. Vielleicht können wir sie noch einsammeln. Aber ich glaube, es geht nicht mehr. Ich hoffe es aber. Das wäre schon gut, wenn wir sie noch einsammeln könnten. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wie, der war dann nie dabei? Oh, sind wir hier? Warte. Ich weiß es nicht. War der nie dabei bei dem Ganzen? Schwebend über dem Becken. Irgendwie sah das so aus, als wäre er immer noch in diesem Raum von vorhin. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Das Fläschchen sieht immer so schön aus. Oh, der Boden. Oh mein Gott, wie schön. Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad... unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Können wir jetzt nochmal die Kiste öffnen, sehen bitte? Sie also? Please. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Was für ein Zufall, dass wir jetzt hier mit Miriam dem Mann zusammen George sind. Starben auf ja, der Suche du nach siehst die Magie. Meine Frau hat danach Wissen immer geguckt. Super. Und sie,
scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Diese Szene, ey, boah. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Wir werden beinahe gesmashed worden. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu, wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ich freue mich. Slytherin. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt auch einfach mal böse sein können dann. Erst tun wir so auf gut und dann so, I'm a bad girl. Und dann sind wir so, I'm a bad. Genau so irgendwie. Wie schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Da ist Hogwarts. Oh. Richtig toll. Einfach richtig, richtig schön. Einfach insane. Das ist so krass. So krass einfach. So crazy. Ich freue mich so sehr einfach auf diese ganzen Abenteuer, die da noch kommen werden. Gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nice. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie,
dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Okay. Bereit für die Einführungsfeier? Hi. Oh je, da ist der Hut. Da ist jemand nicht so erfreut. Phineas Nigellus Black. Oh, wir sind mit dem verwandt. Oh, Scheiße. Gleich treffen Sie das habe ich nicht bedacht. Schulleiter. Fick. Schön, dass Sie auch hier sind. Hallo, it's me. Ich bin die Verschollene. Es gab Neffen. Komplikationen. Oder so. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich bin auch ein Black, nur dass du es weißt. Ich melde mich. Wie schön es einfach ist, die Kerzen. Alles. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Dankeschön. Oh, ich bin so gespannt auf die ganzen Lehrer. Ich meine, seht hinten, wie cool. Ich freue mich so sehr darauf. Wow. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Wir freuen uns natürlich nicht so auf den Unterricht. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Dinge tun. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Oh doch. Du hast ein tapferes Herz, wahrhaft mutig und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Nein, wir haben hier ein anderes Haus. Das ist von Pottermore. Wir sind Slytherin. Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Let's go. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, das erste Mal bin ich in Hufflepuff gelandet. Das zweite Mal Gryffindor jetzt und jetzt Slytherin. Ich bin so gespannt, wie das Game jetzt am Anfang anders ist. Richtig cool. Nice. Dreck ist weg. Gut. Sehr gut. Wunderbar. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Was? No Quidditch. Das ist ein Ananas. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Schusch, schusch. Ich habe noch nicht mal was gegessen. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Ich bin so gespannt. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Ich freue mich. Entlang. Das passt so gut, einfach dieses Grün und diese blonden Haare. An wen erinnert uns das? An einen gewissen Schüler Malfoy. Steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden.
aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht fleißig sein. Das dachte ich mir. Ich kann das recht fleißig sein. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Was? Nun denn? Aspiration? Aspiration. Oh, wow. Wie cool. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Good night. Oh mein Gott, wie cool sieht es da drin aus. Ich werd verrückt. Wow. Niemand da. Oh, wie schön. Ich schalte zum Gemeinschaftsraum. Schaut euch die Wände an. Wie schön sind bitte, ist bitte diese Tapete. What? Wir haben auch echt eigentlich Platz auch noch hier. Ich meine, an der Lampe. Was ist das andere Teil? Ist das für die Eule irgendwie? Vielleicht bekommen wir echt noch Eulen. Das wäre so schön. Ah, wie cool sieht das hier bitte aus? Krass, oder? Richtig schön. Nur wie komme ich hier raus? Da ist die Tür. Wie schön ist bitte diese Tapete? Boah, die Tür auch. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Das ist jetzt hier so ein Gang, ja. So habe ich es mir vorgestellt. Also wahrscheinlich geht es ja immer so im Kreis rum. So würde ich es mir jetzt mal vorstellen. Hier geht's runter. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Das ist der Gemeinschaftsraum. Krass. Die neue Fünftklässler. Oh mein Gott, ich muss da hoch. Ich muss austesten, wie es ist. Wie das hier aussieht. Ich finde es so cool. Ich muss einmal hier hin. Okay, das geht dann da hoch. Und da hoch. Aber wo geht's dann weiter? Was ist denn hier dahinter? Was? Ah, hier sind auch noch Zimmer. Oh, wie cool. Boah, ich hätte eigentlich schon gern ein Zimmer hier oben. Das finde ich nämlich viel cooler. Weil wenn ich dann hier so runterlaufe, fühle ich mich wie so eine Queen. Das passt auch zu dem Charakter hier. Ist das auch ein Zimmer? Krass. Wahrscheinlich könnte ich mir ein paar Sachen suchen. Ist hier irgendwas? Muffins. Aber die brauchen wir jetzt nicht essen. Ah, wie cool ist das denn? Ist hier irgendwo was? Vielleicht versteckt? Ja, seht ihr? Ich glaube, das ist hier so ein Kreis. Boah, das ist so cool. Oh, auf der anderen Seite auch. Oh, wie viele Leute sind hier? Krass, wie schön. Das sieht so cool aus. Also wir haben hier echt viele Leute, weil ich meine, wir haben so viel Zimmer auch. Und das finde ich auch einfach richtig schön. Die Musik auch voll so relaxing. Tu das nicht, dann verlierst du, glaub mir. What? Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Oh. Ich hab dich gewarnt. Uff. Schachmatt. War klar. Oh, hi. Hätte auf mich hören sollen. Oh. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Fig hereingestürmt ist. Hi. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Oh. Wir haben es auch so geschafft, Girl. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Ah. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von Die mir kannst brauchen du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen.
Flieg, Sophia. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Also sie denkt sehr viel von sich. Sie hält voll viel von sich. Aber wir halten auch viel von uns. Wir brauchen niemanden, der Ballast ist. Ich glaube, ich habe was gehört. Was? Oh, das ist das Wasser, nicht wahr, oder? Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Ominous. Warte. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Er schaut uns irgendwie nicht an. Ich lege gern einen guten Auftritt. Ja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Tauchen oft das Nixen im Gemeinschaftsraum auf. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Oh, schade. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Ah, hat mich sehr gefreut. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ich glaube, er kann nicht sehen. So sieht es jedenfalls aus. So, stellen wir uns jetzt noch Sebastian vor. Nun, ich schätze... Oh nein. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der Excuse fünften. Excuse me? Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Es war aufregend. Natürlich war es grauenvoll. Aber auch ein Abenteuer. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Dankeschön. Wir können später reden. Hat mich sehr gefreut, aber wir wollen noch wissen, was er liest. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Oh, das ist gut zu wissen. Was meinst du damit? Meinst du, manche Zaubersprüche werden in Hogwarts nicht gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. Schade. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Da gibt mir Bad Girl, Bad Girl, sag ich schon. Neuzugang aus der fünften Klasse hier. Da gibt Professor mir echt Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ein paar komische Vibes, muss ich schon sagen. Boah, wie cool, das ist der Eingang? Oh mein Gott. Da geht es dann rund. Wow. Oh mein Gott, wie hoch ist das bitte? Wie cool. Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Krass. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. Das stimmt. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Ja, ich bleib nie zurück. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Das ist gut zu wissen. Ein Buch. Bitte sehr. Oh, das ist schon ein cooles Buch. War da eben Zeitumkehrer? Oder sah das nur so aus? Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Sehr cool. Danke, Professor.
Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Perfekt. Hier lang. Und hier mache ich jetzt auch mal einen Cut. Wir wollen es natürlich zusammen dann alles rausfinden, wie es am ersten Tag so ist. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, es macht euch Spaß, wenn wir hier in Zukunft so, ja, die böse Seite erkunden und Sprüche lernen, die wir vielleicht nicht lernen sollten und Dinge tun, die wir vielleicht nicht unbedingt tun sollten. Ich freue mich sehr drauf. Schön, dass ihr dabei wart. Ich streame regelmäßig auf Twitch, schaut da gerne vorbei. Dort bin ich immer live, auch am Wochenende, morgens, ganz entspannt. Da werden wir auch ganz casual Hogwarts Legacy spielen. Wir spielen aber auch Sims und andere Dinge und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ja, lasst gerne auch hier ein Abo da und einen Daumen nach oben, das würde mir sehr helfen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal.